180 degree, walk through the city with me. Angel of mama caught me, she complete. Don't give no what I'ma do. No, babe. Ain't got nobody to please except the girl of my dreams. And when I feel the pressure, you're my only release. Don't give what I'ma do. No, I don't really care. Ich fühle mich so einer Campwoche richtig zu Hause. Wenn ich später wirklich zu Hause bin, zu Hause, dann bin ich so richtig lost. So, dann denkst du, Alter, was soll ich jetzt machen? So. Jetzt muss ich einkaufen gehen und Wäsche machen und so diese ganzen normalen Sachen. Und wenn du hier bist, machst du halt einfach nur Musik. Und das ist ja das Wichtigste, was du eigentlich machst, so, also was dich nach vorne bringt. The time here in Germany has been amazing. I always love coming here. It feels like coming home, weirdly. From my home. Yeah, it's like a home from home, so always like a family vibe. Like I say, great people. I always know I'm welcome with open arms and it's my favorite place to be. Ich habe noch nie so ein gut organisiertes Songwriting Camp erlebt. Ihr habt Splitsheets, es gibt sogar Goodie Bags, Leute, come on, das ist schon krass. Shuttlebusse. Was ist los? Das wünsche ich mir bei allen bitte. Und voll die geilen Aufteilungen, sind voll liebe, tolle Menschen am Start. Und mit ganz vielen positiven Vibes. Also, ich glaube, es kann nur gut werden. So. Yo, guys, how's it going? It's Georgie Keller here. We're at the 23 Hours Songwriting Camp here at the Brickwall Studios in Berlin. It's been an incredible week so far. Some amazing sessions, great songs, amazing producers, songwriters. This part here is the lounge area. So we've got a sofa, a chill out area, a bit of PlayStation, FIFA. I've been beating everyone. We've got a kitchen area, the workstations, basically unlimited Red Bull. So no excuses if you're a bit lazy. And yeah, we've got two studios, A and B. This one is like the main one, but R is currently here right now. Stern auf dem Lenkrad, es hat sich viel verändert. Eine Sache bleibt, von meinen Jungs ist keiner Blender. Bisschen Rotwein, nie mehr Low Life. Immer Good Vibes. Glücksgefühle in meinem Kopf, Herz ist kalt. Fahre durch meinen Block und die Blätter fallen. Baby drückt Stopp und ich dreh ein. Wir hatten letztes Jahr schon ein Camp gehabt. Das war schon sehr entspannt. Dieses Jahr ist halt noch chilliger, ne? Jetzt mit Tattoos und so ist ein bisschen heavy, sag ich dir ehrlich. Ich wusste davon auch nichts. Mal gucken. Bist du dir auch was stechen? Vielleicht lassen wir uns was stechen heute. So eine kleine 23 wäre eigentlich cool. Derselbe Spot, ruf an, wenn du kommst. Schau dir in Shorts auf dem Balkon. Christian Dior, Tasche, Hoodie, Vetmo. Belgisches Viertel, Maastrichter Straße. Paar Spielen, Würfel, paar Ticken, Nase. Neue Stadt, neues Ziel und ich hab's mir verdient. Doch lass einfach liegen. Let's go check out the other studio. This is Studio B. Yeah, and it ain't easy. I've been trying to get by on my own. But nothing's working. I've been searching, but there's nobody else like you. Oh yeah. So why you break my heart, baby? Together in the right way, in the right environment. I'd say that's the difference to most other camps and sessions that I've been to, is that everything's just fit perfectly. You can see the time's been put into, you know, crafting the right sessions. Aber so Camp ist mega, ne? Du siehst also das Feedback, das ich bisher mitbekommen habe von den Leuten, die hier waren, ist immer positiv. Auch diese Goodie-Bags, jeder freut sich. Der Frio hat sich so gefreut über diesen Thomann-Koffer. Der war so happy, ich habe richtig die Liebe in seinen Augen gesehen. Einfach, weil er da ein Geschenk bekommen hat, dass er hierher gekommen ist. So. Echt, also das ist so eine schöne Geste. Und man sieht ja, die Leute machen sich übelst viel, also die machen sich so viel Gedanken darüber, wie die Leute hier glücklich machen können. So mäßig, weißt du, dass auch jeder happy nach Hause geht. Won't be just another day. Exactly what you'll be in this gallery, just not fair.
ich zeig euch mal, was wir vorbereitet haben für unsere ganzen Produzenten, Autoren und Songwriter. Wir haben nämlich Goodiebags vorbereitet. Wir haben für die Produzenten ausgewählt immer so ein schönes Case von Thomann, was sich, glaube ich, ganz gut eignet für den Transport. Kann man noch ein paar geile Sachen reintun. Haben sich auf jeden Fall schon die ein oder anderen sehr darüber gefreut, auch im Frio. Meinte, boah, geil, Alter, das werde ich auf jeden Fall geil benutzen. Ein kleiner Eggshaker und das Case auch abschließbar. Sehr, sehr geil für natürlich Technik und Sachen, die nicht kaputt gehen dürfen. So, mach mal den zu. Zack, zack. Stabil das Ding. Und dann haben wir zwei Formen von Goodiebags. Einmal so ein Rucksack von Thomann oder auch so ein Bag. Ich stelle jetzt mal die Bag an der Stelle. Dann zeige ich euch mal, was denn so da drin ist. Hier hat schon zu klappern. Was zu naschen. Immer so ein bisschen Essentials fürs Camp, wenn man ein bisschen Zucker braucht. Die Dinger sind ganz gefährlich. Sind sehr addictive, sehr, sehr lecker. Wenn man einmal mit der Tüte anfängt, kann man auch nicht mehr aufhören. Und dann haben wir natürlich eine Maske, falls jemand seine Maske vergessen hat und wir irgendwo hin müssen. Ein 23 Hours Feuerzeug. Ganz geil. Eine kleine Erfrischung zu den Snacks. Einmal Organics by Red Bull. Sehr, sehr geil. Dieses Purple Berry kann ich nur empfehlen. Das kann man auch gut mischen mit Gin zum Beispiel. Von Pure Rice Grow Rilla. Und da sind, glaube ich, so ein paar Sachen drin, wie man für diverse Zwecke benutzen kann. Ich glaube, ich brauche nicht tiefer auf den Sinn einzügen davon. Das ist ganz klar. Der Pure Rice kennt. Aktivkohlefilter, auch Feuerzeug, Endless Papes und Blättchen, also sehr geil. Und jetzt zum Highlight, und dazu haben wir echt das heftigste Feedback bekommen von allen. Alle waren so, boah, geil, das kann ich gebrauchen, weil mein Akku ist immer leer. Richtig, eine Powerbank, und zwar nicht nur irgendeine Powerbank, kommen wir ein bisschen näher. Und zwar ist die graviert, ich weiß nicht, ob man das sieht, mit dem 23 Hours Logo, die ist jetzt nicht personalisiert. Normalerweise haben wir dann immer, zum Beispiel steht dann Frio oder Eugen, Pascal, Georgie, steht dann mit da drauf, also eine personalisierte Powerbank. Und das kriegt man einfach so geschenkt, also ich würde sagen. Alleine bei so einem Camp ist das schon ein Besuch und ein Abstich auf jeden Fall wert. Kann man sich gut gehen lassen mit ein paar Snacks und ein paar Drinks. Und der Powerbank hat dann alles, was man hat. Und natürlich so eine Bag. Ah, wir haben noch eine zweite Bag. Haben wir auch hier so eine 23 Hours Songwriting Bag. Yes. So, gehen wir mal die erste Goodie Bag übergeben. Belgisches Viertel, Maastrichter Straße, paar spielen Würfel. Geil, Alter. Richtig geil, Mann. Neue Stadt, neues Ziel und ich hab's mir verdient. Doch lass einfach liegen. Sie macht die Tür auf und hat sich verliebt. Will meine Nummer und mag VIP. Frio gibt mir ne 808 aus Prinzip. Hab keine Feelings mehr, lass mich in Frieden. Sorry, ich muss los von der Altbauwohnung. Häng nur mit Bros rum, Augen sind rot und warme Sommernächte gehen nie vorbei. Wir sind wach und macht schlafen nicht ein. Ich hab den Tag verbrannt, doch bin noch müde. Messe zum Frühstück, dreh mir ne Blüte. Blick wird drüber, was für Gefühle. Drück dir auf die Tränendrüse. Sie schreibt bei Insta 300 Kilo. I'm here at the second 23 Hours Songwriting Camp here in Berlin. It's the final day, so we're just wrapping up everything. It's been an absolutely incredible week. Yeah, everybody's just been in amazing form and been on fire making hits. It's been a really cool experience. So many incredible people. And yeah, for me personally, it's been a really positive week. I've made some stuff that I'm really pleased with. Yeah, the organization of the camp as well, the structure. We've had like day sessions, night sessions, which have been really cool as well. So super productive. Sadly, I'm leaving, but hopefully it won't be too long till I'm back. So yeah, peace out for now.